Junk Food Taster, da kommt 2023 and this is from Nestle, the nuts, and it's the peanuts edition. So it also says a big size, very good. You got like nutrition checks. We got 65.3 grams of carbohydrates at 100, alright. It's a 50 grams bar. And the fourth main ingredient is sugar. And yep. So let's have it. The nuts. Okay. What is this? Ah, here's some little part broke off. Yeah, looks strange. I don't know. Let's cut it. Yep. I always cut stuff. And here you go for the profile. It's kind of strange. Looks like peanut butter. So I want to see more. Yeah, more. Yep. So I'm not quite sure what the substance is, but I may will find out. Mm-hmm. All right, so I think it's not really peanut butter. But let me think how I like it. Oh, it's fine. It reminds me a little bit of this Reese's candies. No, it's a nice chocolate bar. Good mouth feeling, not sticky. Yeah. So if you have ever tried this, the nuts peanuts, let me know. And what's your favorite chocolate bar? And so on and so forth. I'm just asking myself, do my viewers ever answer my questions? Most of the times I read sort of unrelated comments, but never mind, thanks for watching. Gut, das ist jetzt von Nestle, der Nuts Bar in der Erdnuss-Ausgabe. Und hier hat er die Nährwerttabelle ja etwas verschärfter. Einfach nicht so genau hinsehen. Und hier ist die Zutatenliste. Warum ist hier Paprika drin? Ja, ist so ein bisschen lustig, das Zeug. Ich habe erst überlegt, ob diese Masse hier Erdnussbutter ist. Aber nicht wirklich so. Erdnüsse sind drin. Hier, I always cut stuff. Wo sind die Erdnüsse? Wo seid ihr Erdnüsse? Hier sind die Erdnüsse. Und ja, kann man essen, das Zeug. Erinnert mich ein bisschen an dieses Reese Cupcakes oder so. Amerikanische Süßigkeiten. Und ich finde es nicht so klebrig. Also kann man, ja, ist in Ordnung. Erdnuss, netter Erdnussgeschmack. Kann man essen. Win. Ja. Gut, habt ihr den gegessen? Was ist euer Lieblings-Schokoriegel? Und ja, danke, dass ihr zugesehen habt. Manchmal habe ich das sogar das Gefühl, dass die Zuschauer nie die Fragen beantworten, die ich hier stelle. In den Kommentaren steht immer ganz was anderes. Ja, wie ihr auch seid, danke fürs Zusehen.